So, darf ich euch wieder zurückheißen bei The Legend of Zelda, A Link to the Past. Genau, wir haben letztens hier die drei Sandwürmer besiegt gehabt und ich habe euch ja bei der letzten Folge gesagt gehabt, dass wir jetzt das dritte Amulett machen und das Schwert holen und natürlich auch ein paar Herzteile und natürlich auch ein paar andere wertvolle Sachen noch holen werden. Bloß, ich kann mich jetzt nicht entscheiden, wie soll ich jetzt am besten vorgehen? Ich denke mal, ich werde zuerst mal... Ja, erstmal hier raus aus der Wüste gehen. Das steht schon mal fest. Ja, bloß, ich weiß jetzt nicht. Ich denke mal, ich werde mir doch erstmal jetzt ein nützliches Item holen. Dabei müssen wir jetzt ein bisschen latschen, aber naja, das macht ja nichts. Wir sind ja mit dem Pegasus schon, sind wir ja relativ schnell. Das passt ja schon. Oh ja, immer alles einkassieren. Auch wenn ich volle Rubin habe, macht nichts. Ach ja, und ich wollte euch das auch noch sagen. Ich habe gestern, war ich sehr fleißig. Und zwar habe ich schon das Coverbild von dem nächsten Let's Play, was ich jetzt nach Zelda A Link to the Past Let's Playen werde, schon fertig gemacht. Und ich habe natürlich schon... Ja, das war voll gegen die Wand und das war das scheiß Qualenviehmonster. Und ich habe auch schon... sag schnell. Schon das... Coverbild von Final Fantasy XII auch schon fertig gemacht. Ja, also ich war gestern relativ fleißig. Deswegen kamen gestern auch nur zwei Parts von mir. Weil das ist schon ein bisschen... mit Arbeit verbunden. Ja. So. Ach, shit. Ja, hier ist die Hexe. Oh, shit. Jetzt brauche ich einen speziellen Gegenstand, der natürlich hier im Wald ist. Ah, na okay, der Weg ist ja nicht so weit. Dann werde ich euch den Weg hier auch zeigen. Ist ja nicht allzu weit, der Weg. Und mit dem Pegasus schon geht es ja relativ flott. Wir müssen nämlich jetzt in den Wald, um das zu holen. Aber da fällt mir noch gerade was ein. Wir sind ja hier gerade auch beim Friedhof. Jetzt haben wir ja die normalen Krafthandschuhe, wo wir genau hier oben links das machen können. Genau. Das war nämlich das kleine Geheimnis, was ich euch auch noch zeigen wollte. Ja, und wir sind wieder in der Burg von Hyrule. So, jetzt haben wir ja hier die Bomben. Weil vorher konnten wir die hier sowieso nicht aufsprengen, deswegen. Und ja, das ist ja eine kleine Schatzkammer. Ja, 300 und 10 Pfeile. Super. Obwohl, ich bin doof. Es gibt auch noch einen weiteren Trick. Bei so welchen Wänden können wir die auch einfach anrempeln. Ah, naja, ist egal. Wir haben ja maximale Bomben. So. Ha, bin ich froh, wenn wir das Master Schwert haben. Dauert ja nicht mal zu lange. Da kommt. Ah, es bringt jetzt nichts, die Gegner hier zu machen. Ich habe maximales Geld, deswegen... So, das wird die rechte Seite. Ja, ich hab's nur im Kopf. So, und wir sind wieder in der Kathedrale drin. Super. Und einfach durchrennen. Jupp. So, der Wald ruft. Dann kommen wir auch. Oder, beziehungsweise wir rasen in den Wald hinein. Ich glaube, wir können auch schon von hier oben in den Wald rein. Genau. Dann brauchen wir nur einen Gegenstand holen. Natürlich. Was findet man im Wald? Natürlich einen süßen, duftenden Pilz. Und der müsste hier irgendwo sein. Genau da. Den brauchen wir. Dieser Pilz duftet nach süßen, verfaulten Früchten. Mmh, lecker. Süßen, verfaulten Früchten. Ja. So, und natürlich
Den Pilz müssen wir natürlich jetzt der Hexe geben. Im Gegenzug bekommen wir einen anderen Gegenstand. Ja. So, dann wollen wir mal. Ja, ich sag ja. Es ist einiges hängen geblieben an dem Spiel. Also alles habe ich jetzt nicht vergessen. Nur halt ein paar Herzteile, aber wie gesagt, ich werde schon mich bemühen, die aus dem Kopf dann zu holen, die Herzteile. Viele haben wir ja schon und dann passt das ja schon. So, jetzt nochmal den gleichen Weg zur Hexe. Das wird doof jetzt, ich weiß. So. Und da ist die Hexe. Ja, dich brauche ich jetzt nicht machen. So, dann rüsten wir jetzt auch den sogenannten Fliegenpilz aus. Drücken bei der Hexe Y. Und da passiert was. Hihihi. Danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magie-Shop. Dann bekommst du etwas Gutes. Hihihi. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ah, nee. Wir müssen erstmal einmal aus dem Gebiet hier raus, bevor wir das bekommen, den Gegenstand bekommen. Und zwar bekommen wir jetzt den sogenannten Zauberpulver. Streue es auf Gegner und viele andere Dinge. Ja, das machen wir. Da ist der magische Puder. Werden wir sofort machen. Weil das sieht, bei den grünen Viechern hier, sieht das wirklich sehr komisch aus. Moment. Ja, jetzt hat sich das Ding sich verfärbt und ist natürlich jetzt auch ein bisschen, naja, klein doofi. Er sieht zumindest danach aus. Mit Brille und große Schnute, ja, passt. So, aber natürlich, der Pulver, der Zauberpulver, ja toll, das wollte ich nicht. Der funktioniert leider nicht bei Bossen. Nein, leider nicht. So, einfach nur anrempeln. So. Und dann gehe ich erstmal hier lang. Und zwar holen wir jetzt schon ein weiteres wichtiges Item. Ich weiß, hier gibt es sehr viele wichtige Items. Aber es ist, glaube ich, normal bei einem Zelda-Spiel. So, und jetzt sind wir bei den sogenannten Zoras Wasserfällen. Und ja, ihr seht richtig, da ist ein Herzteil. Das holen wir sowieso gleich auch noch. Ja, und da haben wir ein Zora-Monster weggeschmissen ins Wasser. So, natürlich kenne ich noch den Weg. Um die... Ah, Mann. Um das nächste Item hier zu bekommen. So. Und zwar müssen wir genau hier stehen. Und da kommt eine Riesenzora. Hoho, willst du was von mir? Ich möchte Schwimmflossen. Hohohoho, ich habe nichts zu verschenken. Schwimmflossen kosten 500 Rubine, das Paar. Ja, ist das ein guter Preis oder ist das ein guter Preis? Das ist Wucher. Willst du sie haben? Ich zahle 500 Rubine. Hohoho, hier deine Flossen. Außerdem gestatte ich dir, Zoras Wasserwege zu benutzen. Alle Seen und Flüsse sind miteinander verbunden. Tauche in die Strudel ein. Wo du allerdings dann landest, musst du selbst herausfinden. Hohohoho. Ja, und wir bekommen die Schwimmflossen. Die sogenannten Zoras Flossen. Genau, du hast Zoras Flossen gekauft. Mit diesen kannst du sogar in tiefen Gewässern schwimmen. Ja, also wo es jetzt sehr dunkel ist. Und so sieht's aus. Da unten sind die, neben den Krafthandschuhen. So, jetzt holen wir noch das eine Herzteil, was wir da gerade gesehen haben. So, das war hier, genau. So, das war jetzt ein Herzteil. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wo wäre es am effektivsten, wo ich das nächste hole? Ja, die nächsten zwei Herzteile sind hier auf dem Berg, genau. Gut, dann wollen wir erstmal hier weg. Ja, das war nur das eine. Ah, ne, da fällt mir gerade noch was ein, was ich auch noch holen kann.
Und zwar müssen wir jetzt unter dieser Brücke, da gibt es nämlich noch eine weitere magische Flasche. Die holen wir natürlich auch noch. Ganz schnell. Ah ja, auch noch etwas. Hier. Das ist nämlich ein Zauberversteck. Beziehungsweise, wo halt eine Fee ist. Ja, genau, Brunnen der Wunder. Genau so hieß der. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Ich werfe etwas. Und zwar können wir jetzt den Bumerang hier reinschmeißen. Und bekommen... Ja, erstmal sehen wir eine sehr schöne Fee. Hast du das geworfen? Ja. Wenigstens bist du ehrlich. Das mag ich. Dafür schenke ich dir etwas Besseres. Ja. Und zwar haben wir jetzt den Zauberbumerang erhalten. Er lässt sich schneller werfen und reicht weiter. Genau, der ist viel schneller jetzt. Bumm. Und wir können noch etwas verbessern. Ja, 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 das ist ja der gleiche Spruch jetzt. So, und zwar können wir das Schild noch verbessern. Und danach war es das auch erstmal. Ja, ich habe das reingeworfen, ja. Und wir bekommen jetzt ein etwas stärkeres Schild. Das Schild wurde stärker. Jetzt schützt es sich sogar gegen Feuerbälle. Ja, wir haben jetzt das sogenannte Feuerschild. Das ist jetzt die zweite Stufe vom Schild. Also auch gleichzeitig die vorletzte Stufe. So. Nein, nein, nein. Okay, wollen wir mal so einen Teleporter benutzen? Ja, das sah gerade aus, als ob Link Anfälle bekommen würde. Wo sind wir denn jetzt? Ah ja, schon da. Das ist gut. Gut. Ah, das könnte ich auch noch gleich machen. Ja, ich mache das auch gleich. Ja, ich werde euch das gleich zeigen. Weil dann habe ich es auch hinter mir. Wenn, ob ich das jetzt oder später mache. Ja, jetzt, wenn ich das jetzt mache, je früher ich das mache, desto besser habe ich es später. Dann brauche ich später das nicht mehr machen. So. Aber ich hole mir erstmal die Flasche. Und zwar ist es die dritte Flasche. Also wir können, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber wir können maximal 4 magische Flaschen holen. Und das ist jetzt schon die vorletzte. Ich sehe, René, du steckst in Schwierigkeiten. Nur eigentlich nicht. Aber mehr kann ich dir nicht geben. Vielen Dank. Eine magische Flasche. Daran kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Ja. So, jetzt werde ich euch das noch zeigen, was ich jetzt meine. Was ich natürlich gleich offscreen machen werde, weil sonst würde das zu lange dauern für euch. Und zwar können wir jetzt schon, ja, vorsichtig, die Bomben und die Pfeile auf maximale